Geiz ist geil oder ich bin doch nicht blöd. Slogans, mit denen Saturn und Mediamarkt lange Zeit Kunden in Scharen in ihre Filialen lockten. Doch nun muss der Konzern selbst sparen. Mediamarkt und Saturn stehen vor einer Reihe von Herausforderungen. Nicht nur die Doppelspitze Mediamarkt und Saturn bereitet Probleme, sondern insbesondere auch der verschlafene Einstieg in das Online-Geschäft. Und da überlässt man das Spielfeld Amazon und anderen Wettbewerbern. Doch der verschlafene Onlinehandel ist nicht das einzige Problem. Zu große Flächen, zu viele Filialen und zu viele Doppelstrukturen. Denn obwohl beide Ketten zum Mutterkonzern Ceconomy gehören, bündeln sie bisher weder Einkauf noch Logistik. Jörn Werner, Chef von Ceconomy, kündigt an: Wir reduzieren die Komplexität und definieren eindeutige Verantwortlichkeiten. So können wir uns stärker als bisher auf die Bedürfnisse der Kunden konzentrieren und legen den Grundstein, um in Zukunft nachhaltig und profitabel zu wachsen. Konkret bedeutet das eines der größten Sanierungsprogramme der Firmengeschichte. So sollen die Kosten jährlich um bis zu 130 Millionen Euro gesenkt werden. Die Verwaltung wird verschlankt und noch stärker zentralisiert. Zudem sollen hunderte Stellen wegfallen, vor allem in der Media-Saturn-Zentrale in Ingolstadt. Außerdem möchte sich der Konzern von kleinen Tochterfirmen trennen, unter anderem vom Streaming-Dienst Joox. Schritte, die für manche Branchenbeobachter zu spät kommen. Die rund 27.000 Mitarbeiter in Deutschland schauen in eine ungewisse Zukunft.